Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Immortals Phoenix Rising. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, ich wollte in diesem Video jetzt das Sinal in Angriff nehmen und reise dafür zum Gigantenschlund. Der Weg ist etwas kürzer und wir können nochmal in dieses Gewölbe reinschauen, ob es sich dabei um eine Arena handelt oder nicht. Wobei, ja, die Heldenprüfung, die habe ich jetzt eigentlich auch schon abgehakt. Also ich werde direkt zum Finale reisen. Ich glaube, das bringt alles auch nichts mehr. Wahrscheinlich ist die Rüstung, die wir kriegen würden, besitzen wir wahrscheinlich eh schon. Und das sind wieder nur, ja, ich sag mal, Optikgeschichten, die wir da freischalten. Dann lieber das Ende erleben und das Let's Play dann auch langsam mal zu Ende führen. Das finde ich immer schade, egal wie gut ein Spiel ist. Sobald es einen zu großen Umfang hat, finde ich das Ende immer, ja, sehr, sehr ätzend und bin auch dann irgendwann froh, wenn es vorbei ist. So geht es mir gerade bei diesem Titel, obwohl der wirklich sehr, sehr großartig ist. Es ist einfach zu viel. Und dass die Spiele immer größer und gigantischer werden, halte ich eigentlich für einen Nachteil. Gerade in der heutigen Zeit, wo man ja gefühlt jeden Monat 3-4 Titel, wenn nicht sogar mehr hat, die man spielen möchte. Zu damaligen Zeiten, wo dann Spiele doch sehr selten erschienen sind, war das noch verständlich. Aber ich weiß nicht, was das soll. Auch nicht wie die jährlichen Ableger von Spielen wie Assassin's Creed oder Call of Duty. Was? Begegnung mit legendärem Gegner? Wir haben hier noch einen legendären Gegner. Der ist aber nur ein Stellvertreter. Ist gar nicht legendär, was soll der mir erzählen? Ich will jetzt nur das Finale sehen, Leute. Zwar noch Ambrosia, aber nein, das muss jetzt nicht sein. Ich will, wie gesagt, das Finale langsam sehen. Wir können uns noch die einfache Truhe nehmen, die hier steht. Das können wir noch machen. Ja, die ewige Kletterei hier hoch könnte uns auch gleich nochmal einen Ausdauertrank kosten, wobei wir immer wieder solche kleinen Vorsprünge haben, wo wir ausruhen können. Können wir diese vielleicht sogar hochrennen? Gleich kommt dann wieder die Warnung, dass wir nicht mehr zurück können. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt jetzt egal. Wie gesagt, bei 57 Videos will man dann doch mal langsam das Ende sehen. Schauen wir uns mal an, wo wir jetzt landen. Oh.
Heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbohren könnte. Nichts als Schweine, allesamt. Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Siehe deine Götter! Wie die Verse des Achilleus werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wo ist mein Bruder? Der Lügner? Warum soll ich ihn auf den olympischen Thron setzen? Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, Menschlein. Wo ist er? Wo er hingehört. Versteinert wie die anderen. Du dagegen hast dir noch keinen Fehler geleistet. Du hast die Essenzen zurückgebracht. Du hast Bestien und Monster erschlagen. Du hast dich als würdig erwiesen. Vielleicht bist du meine Heldin. Ich würde nie die Götter für dich töten. Schade. Es entspricht wohl nicht deiner Natur. Schließlich bist du zur Hälfte selbst einer. Nein, genug geredet. Jetzt erfüllen wir die Prophezeiung. Was das? Kann ich mir nicht vorstellen. Typhon starb durch Phönix Klinge. Ja, gut gemacht, Phönix. Prometheus, schlag ein oder lass es. Leider blieb uns die Schaffung einer perfekten Zukunft verwehrt. Doch ich hege keinen Groll gegen dich. Denn du bist ohne Makel. Du verdienst zu wissen, was ich die ganze Zeit wusste. Und mit seinem letzten Atemzug offenbarte er die Wahrheit. Hermes ist dein Vater. Was? Phönix ist eine Halbgöttin? Mein Vater? Hermes? Begierig darauf, mit Hermes zu sprechen und ihren Bruder trotz aller Missetaten wiederzusehen, kletterte Phönix aus der Grube. Wenn sie schnell genug war, würde sie die Rückverwandlung aller Versteinerten mit ansehen können. Tja, ich habe verloren. Gut gespielt, Prometheus. Nur ein paar Dinge gehen nicht so recht auf. Pan ist auch Hermes' Sohn. Ja. Er hat Hufe? Phönix hat keine. Das stimmt. Und ich verstehe nicht, was Typhon mit dem Gifttrank für Götter wollte, den er überhaupt nicht einsetzte. Und du weißt, dass Phönix nicht sehen wird, wie sich die Versteinerten zurückverwandeln. Weil du es warst, der sie zu Stein verwandelt hat. Ja, wir beide haben uns deswegen gestritten, kurz bevor ich zu Hades feiern gegangen bin.
ergibt langsam alles einen Sinn für dich? Was hast du getan, Prometheus? Du wolltest nicht hören, also musste ich ein paar Dinge in Gang setzen. Der Sturm, der Phoenix-Schiff traf? Das war mein Werk. Naja, mein Bruder Atlas hat es für mich übernommen. Moment, was sagtest du? Wie kam Typhon frei? Ich sagte nichts, aber das war auch Atlas. Und diese Geschichte? Ist größtenteils wahr, bis zum Schluss. Sie diente ihrem Zweck. Du bist hier geblieben. Typhon hat dir die Kraft der Weissagung gar nicht genommen. Die habe ich noch, und sie klappt deutlich besser als deine Erinnerung. Tatsächlich habe ich dich einst gewarnt, doch du wolltest nicht hören. Ich sagte dir, dass ein Kind aus der Beziehung zu dieser Nymphe... Thetis. Dass das älteste Kind von Thetis und Zeus dein Untergang wäre. Aber Phoenix war sterblich. Sie wurde verwundet. Nein, das war gelogen. Trotz der extremen Hitze fuhr Phoenix unbeirrt fort und stieß den Hammer des Hephaistos in das Herz der Flammen. Kein Mensch könnte je diesen Hammer führen. Es ist vorbei. Phoenix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Nein, das ist unmöglich. Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Ältestes Kind der Thetis, dem Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Hermes ist nicht Phoenix Vater. Phoenix ist meine Tochter. Zeus, du hast die Sterblichen zu Stein verwandelt? Das warst du? Das war ich. Dann hat Typhon die Wahrheit gesagt. Warum? Ich schuf dies, das fünfte Zeitalter der Menschheit, aus Eisen. Ich schenkte ihnen Leben. Generationen vergingen und ich sah den Schmerz, so achtlos verursacht, den dekadenten Eigennutz, und es wurde immer schlimmer. Ich hielt die Menschheit für einen Fehler und setzte ihr ein Ende. Doch jetzt weiß ich, dass ich falsch lag. Wer bin ich, über Makel zu urteilen? Du hast meine Kinder gerettet und mir gezeigt, dass sie unvollkommen sind. Die Sterblichen sind genau wie die Götter, vielleicht sind wir. Ich noch schlimmer. Ohne mich seid ihr alle besser dran. Ja! Erfüllen wir endlich die Prophezeiung! Ich bin so stolz auf dich. Versprich mir, eine bessere Anführerin zu sein und ein besseres Elternteil. Ich weiß, du bist nicht perfekt, aber du bist mein Vater. Und das ist, was zählt. Du willst mich nicht töten? Was? Hast du etwa gedacht, du würdest so leicht davonkommen? Ein Fehler zuzugeben ist nur der erste Schritt. Und um Ares zu zitieren, entschuldige dich nicht, bessere dich. Das sind bestimmt 5 oder 6 Schritte. Ich denke eher 12. Das Leben ist keine Treppe oder ein Wohltätigkeitslauf. Entweder kriegst du es gleich richtig hin, oder du scheiterst. Natürlich lebt der noch. Ich habe dich wohl überschätzt, Menschlein. Es gibt keine zweiten Chancen. Typhon, nicht! Nein! Gute Reise, Leute! Okay, was passiert jetzt hier? Doch noch nicht Ende. Komm, stell dich mir, wenn
nie passiert. Das Gift der Olympia hat mich und meine Kinder vollkommen gemacht. Du, Phönix, Tochter des Zeus und der Thetis, magst eine Göttin sein. Aber wir sind jetzt Götterjäger. Gewölbe des Typhon. Okay, dann scheint dies das finale Level zu sein. Hallo? Kann mich jemand hören? Hermes? Aphrodite? Irgendjemand? Ich glaube. Dass ich erstmal hier lang muss. Dasselbe wahrscheinlich auch noch auf der anderen Seite. Das fehlt hier aber noch. Irgendwie müssen wir das ja wegkriegen, ne?
Ach, mit Feuer, ne? War es nicht mit Feuer? Doch. Jetzt dürfte das Tor doch auf sein. Aufgepasst. War ich so mit meinem Blick auf das Tor fixiert? So. Müssen wir jetzt erstmal hier weitermachen. Ach, schon wieder diese Windrätsel, ne? Moment. Die Kiste müssen wir irgendwie trotzdem hier hin rüberkriegen, ne? Dass wir hier von Belang ist. Doch ist es.
schaffen wir trotzdem, auch mit Gegenwind. So. Hephaistos würde sich lieber die Haare färben, als dir zu helfen. Ah. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Nein! Ah, natürlich. Nein. Leute, Leute. Komme ich jetzt wieder zurück? Gute Frage. Von hier wahrscheinlich, oder? Ja. So, haben wir jetzt nochmal alle Rätsel aus den Göttergewölben. Du hättest die größte Heldin aller Zeiten werden können. So bist du bereit, Fehler. Dasselbe jetzt nochmal. Jetzt ist er zum Stehen gekommen, das ist übel. Okay. Wir wissen aber, wie es geht. Das ist schon mal gut. Ah, schade. Ja, die Zeitverlangsamung beim Sprung, da ist uns die Kiste unter den Füßen natürlich weggeflogen. Heiltrank.
Nein! Das ist mir eh gefallen. Ha, ist das übel. Hat jedenfalls geklappt. Autsch. Das ist doch nicht wahr, Leute. So ein Pillepalle hier. Jetzt aber. Nein. Ausgewichen. Da ist ja noch jemand. Kamera jetzt zugerichtet. Jetzt sagt nicht, ich muss das auch noch hoch. Ich muss das auch noch links machen. Obwohl links waren wir doch schon, oder? Von da kamen wir doch ursprünglich. Oder nicht? Ach nee, alle vier Teile, okay. Ätzend. Das zieht sich nochmal. Genau das meine ich, Leute. Sowas ist doch jetzt nicht nötig. Der Pickup Ares rennt lieber Aphrodite hinterher, als dich zu retten.
Der Schwung genug. Was soll denn ihr jetzt machen? Das ist keine gute Idee. Ne, vor allen Dingen kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Okay. Ja. Vielleicht reicht das ja schon. Gucken wir mal. Nee, anscheinend nicht. Da ist ja noch einer. Okay. Och nö, nicht noch einen, oder? Auf dem Teil doch hier mitfliegen, oder? Dürfte aber jetzt klappen. Come on.
Irgendwie will es nicht. Ach klar, da steht ja was im Weg. So, jetzt reiß das mal weg da. Das dürft doch jetzt hinhauen. Aufheben. So. Es dürfte das aber kein Problem sein, hier lang zu kommen. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, Leute. Macht die Welt schlechter, als sie vor euch war. Ach, was ist das denn jetzt? Leute, sowas finde ich doch echt ätzend. Jetzt haben wir hier nochmal so eine Aufgabe. Das ist ätzend, Leute. Nee. Wahrscheinlich gerade schmeißen da drauf vielleicht. Aber
Das ist etwas, das finde ich jetzt total unnötig. Echt unnötig. Ich weiß echt nicht, was der Scheiß soll. Leute, das ist ätzend. Leute, das ist einfach nur ätzend. Super. Ja, das dürfte auch schon reichen. Ja. Oh, endlich. Wir müssen aber nicht noch weiter hier lang, oder? Denn da hinten stehen. Oh, ich habe die ganzen Markierungen für die Truhen gar nicht gesetzt. Ich hoffe, sie sind nicht noch mehr, die ich jetzt verpasst habe. Jetzt ist natürlich die Frage... Komme ich jetzt weiter? Ach, wieso nicht?
verlieren wir zu stark an Höhe. Ach ne, wir müssen nur einen Würfel mitnehmen, oder? Ach Leute. Ist das nochmal zum Ende eine ätzende Kacke? Leute, wirklich. Das finde ich gerade echt ätzend. Kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, dass sie den Würfel hier rüberbringen müssen, oder? Nee, ist es auch nicht. Dann haben wir eben nur was falsch gemacht. Okay, ha! Das Ganze müssen wir auch auf der rechten Seite machen. Sie wird sich an deinen Namen erinnern. Das meinst aber auch nur du. Nein, die Truhe haben wir übersehen. Die Truhe haben wir übersehen. Aber da dürften wir ja eigentlich leicht wieder hinkommen. Oder nicht? Ich glaube, hier dürften wir leicht wieder hinkommen. Aber die Truhe macht ja auch, ehrlich gesagt, wenig Sinn. Wir werden ja eh nichts mehr aufwerten. Wir finden noch ein paar Tränke. Wir haben jetzt nicht so viele Tränke verbraucht. Das heißt, man könnte eigentlich doch hier die ganzen ätzenden Aufgaben weitermachen. Was machst du denn jetzt schon wieder? Gesundheit ist voll, okay. Das ist ja noch eine einfachere Aufgabe hier. Nein, ich will hier wieder raus. So.
Ja, da wissen wir wenigstens so, wer als nächstes hin soll. Ach du Heiliger, okay. Den Wind nicht ändern irgendwo. Ja, ich überziehe. Leider Gottes. Ach, jetzt verstehe ich erst die Problematik. Der Wind wird natürlich durch die geblockt. Jetzt kommt er. Ich bin mal gespannt, ob der bis in die Pflanze fliegt. Wo ist er denn? Ach da, okay.
Ach, jetzt sehe ich die Problematik. Ist das wieder ein Scheiß hier, Leute? Nicht, dass er uns runterfällt. Nein, nein, nein. Da ist er weg. Super. Was für ein alberner Kack, Leute. Okay, das Video geht zu lang. Wir sind jetzt schon bei 65 Minuten und ich bin jetzt schon ziemlich angepisst von solchen Rätseln. War fürs Finale nicht nötig. Ein ordentlicher Endfight hätte gereicht, wobei der, den wir mit Typhon hatten, ja wirklich armselig war. Aber wie schon gesagt, wenn ein Spiel eine gewisse Länge hat, ist das Ende immer ätzend. Wenn sie mit der Länge übertreiben, mit den Sammelgegenständen und das ist in diesem Titel der Fall. Und das hätte auch dieser Titel nicht nötig gehabt, ist das einfach nur noch ein nerviges Unterfangen. Also gibt es noch ein Video, wenn nicht sogar zwei oder drei weitere. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.